Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 auf der Hofbergmann. So, Kontext vergessen, egal. So, müssen wir ein bisschen schnell dreschen, weil ich weiß nicht, wie lange das noch trocken bleibt. Ich hoffe, das Feld kriege ich jetzt runter in der Folge. Ansonsten muss ich es im Off fertig machen, das andere kann ich ja dann machen. Wie Ansehen und Co. und Tiere. Wenn es regnet. Aber das Dreschen kann ich nur bei Friede, Freude, Sonnenschein. Und ich hoffe mal, dass es nicht anfängt mit Regnen. Solange wir jetzt hier noch weiter Ernte sind. Das wäre nicht so toll. Okay, Platz mehr bei Eiern. Egal. Muss jetzt mal kurz warten, die Eier. So, zack. Schon doch mal ganz schnell zum Hühnerstall tippen, tappen, aber ich war erstmal hier loslegen. Das ist ja, solange es noch trocken bleibt. Muss man so viel runterdreschen, solange es noch trocken ist. Machen wir so. So, haben wir. Schwablage hat mal gesagt, machen wir erstmal nicht. So. Schon mal schön den Weizen runter. Und dann machen wir alles so, ja, Boden, würde ich sagen.
Jodeli, auch schon mal die erste Runde vorgewinnt, gleich geschafft. Und jetzt sind wir voll. Haben wir hier rumgelenkt? Ja. Gerade so. Mehr als gerade so. So, dann tank mal ab, Kollege Schnürschuh. Trinkt aber erstmal einen Schluck. So. Da ist er leer. Und weiter geht's. Damit haben wir schon mal die erste Runde geschafft. Was sind hier für Übungen? Oh, richtig da ran. Mal gucken, ob wir das Spaß damit wegkriegen. Und so passt alles. Wie? So, Danny. Let's go. Jetzt los. So. Heute haben wir den. Aufnahmetag ist bei mir der 26. Ich überlege gerade, welcher Tag das rauskommt. Am Dienstag. Ist Sonntag der 27. am 29. sind es ja nur noch gute 5 Monate, bis der neue LS rauskommt. Langsam war ich schon ein bisschen hebelig. Aber nur langsam. Vorbestellt ist er schon, also daher. Kann in der Sache nichts mehr anbrennen, wie man so schön sagt. Ich denke mal, ich werde das Feld dann im Off fertig machen, weil ich nicht weiß, wann es regnet und ob es im Livestream dann ist. Bei mir ist ja Samstag, wo ich jetzt die Aufnahme mache, sondern im Livestream noch trocken ist, weiß ich nicht. Im Livestream würde ich dann gerne solche Arbeiten machen wie Ansehen und Co.
Aber wir gucken mal, wie es entwickelt. Wir schauen mal, guck. Und los geht's. So, als Hacke. Das schneidet man alles so weit runter schon, dass man mit 9 km/h trischt. Muss ich dann wohl mal eine Reparatur machen. Das hilft dann wohl alles nichts. Und die 2 ist schon wieder voll. Tank ab. Wir haben noch keine Zeit. Brüllt der Fernseher. Ob ich mal da wieder so hart erhört. Unter mir kann es nicht sein, weil die Wohnung ist seit ja, halben 8 Monate versiegelt. In einem guten Travel ist die ja versiegelt. Und da kann es ja nicht kommen, ich weiß nicht, weil ja so anderweitig Sport hört im Haus oder im Nachbarhaus. Und das Problem an der Sache ist, wenn ich auch so die Flöhe husten, so dünn wie die Wände sind. Wenn der unten niest, das hörst du bis in den obersten Stockwerk. Klingt doof und krass, ist aber so. Und weiter geht's. So, die
Und glaube ich einen Speicher weg. Bei dem S sind noch IO. Oh, das geht mir gerade Bilder mit Docht. Mal gucken, wo das herkommt. Wer das so hart hört. Oder es wieder draußen her, ja, bevor mir das Pflegeheim von dort kommt. Das kannst du auch noch haben. Wieder irgendeine Veranstaltung haben. Wahrscheinlich am wahrscheinlichsten. Was kann ich. Oh, jetzt geht's los. Genau das dachte ich mir jetzt. Kann ich nicht mehr treffen. So, machen wir zu. Machen wir jetzt hier. Machen wir dabei noch die Eier weg. Und dass man immer wieder auf den Docht geht. Och, wasch mal die Eierkartons weg. So gut hingeschmissen. Das ist draußen. Oh. Ich muss schnell das Küchenfenster zumachen bei mir. Zum Glück haben wir halt keine 30 Grad, wo ich dann hier ersticken würde drinne. So. Haben wir hier schon mal 12 Kisteln. Warum geht denn das nicht? Ich wollte mich schon gerade ein bisschen beschweren, oder? So sollst du doch nicht rutschen. So. Oh. Mit die Motten. Und drei fangen die an ja mit ihr Haupt. Uff, da, 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 da. Klar, die wollen nur was erleben, die Rentner, die
jetzt wochenlang fast eher Wunschphase war. Jetzt ein bisschen aus ihrem Tröten-Dasein da noch ein bisschen was machen wollen, ist verständlich, aber muss das immer so laut sein? Ich weiß, das merkt man auf hohem Niveau, aber ehrlich gesagt, mich stört ein wenig. Aber wir sind da tolerant. Die waren lange genug auf ihre Zimmer oder ihren Gang beschränkt, je nachdem, wie sie es die Heimleitung da handhabt. Also, was ich so gehört habe, wurden die teilweise nur in ihre Zimmer. Essen gab es nur auf dem Zimmer, damit die ja nicht groß in Kontakt von anderen Leuten kommen. So, haben wir die Hühner auch versorgt und wir sind nur am folgenden Ende angekommen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Jaso.